Man hört oft von dem sogenannten Lymphozyten-Transformationstest, abgekürzt als LTT, der bei der Diagnostik von Infektionskrankheiten eingesetzt wird. In diesem Video kommentiert Dr. Bieger den Einsatz des Lymphozyten-Transformationstests vor dem Hintergrund seiner Erfahrungen. Ich habe mich eigentlich über viele Jahre mit der spezielleren Diagnostik befasst, wo man die Reaktion von T-Zellen, also die zelluläre Reaktion auf Antigene in welcher Form auch immer misst. Nur ein Beispiel: der Nachweis von Infektionen. Üblicherweise messen wir die Antikörper, aber da werden ja nicht alle Fragen beantwortet. Und es gibt dann als zusätzliche Möglichkeit die Testung auf Antigen, also erregerspezifische T-Zellen. Der klassische Test dafür ist der LTT, der Lymphozyten-Transformationstest. Und neuere Versionen messen mehr oder zumindest zusätzlich auch Zytokine. Beim Lymphozyten-Transformationstest wird der sogenannte Stimulationsindex bestimmt. Man gibt zu den Patientenzellen das Antigen dazu und misst die Induktion der Proliferation dieser Zellen, die antigenspezifische Proliferation. Und das ist ein sehr relativ solider, valider Nachweis des Vorhandenseins von antigenspezifischen T-Zellen. Das wird aber oft falsch interpretiert, weil behauptet wird oder gedacht wird, wenn ich diesen Nachweis führe, das ist gleichbedeutend mit der Nachweis einer aktiven Infektion. Und das ist natürlich nicht der Fall. Auch wenn die Infektion Jahre zurückliegt, habe ich in der Regel noch antigenspezifische T-Zellen, vor allen Dingen, wenn es sich um Herpesviren handelt, die quasi ein ständiger Sparringspartner des Immunsystems sind und immer wieder zu einer Boosterung der Immunabwehr führen, habe ich also immer antigenspezifische T-Zellen im Blut, auch wenn die Infektion die Primärinfektion lange zurückliegt. Also der Test ist nicht dafür geeignet, festzustellen, ob eine aktive, frische oder lange zurückliegende Infektion vorliegt. Das wird immer wieder falsch interpretiert. Da nutzt uns auch nicht, wenn man den LTT in der besten Form hat. Ich habe nur hier ein Beispiel für eine weitere Komplikation, die Sie hier sehen. Hier sehen Sie ein Beispiel für die Infektionsdiagnostik mit Hilfe des LTT. Ein Patient, zwei Untersuchungstermine, einmal Ende 2010, einmal 2012. Eine signifikante Proliferationsantwort gegen Chlamydia pneumoniae Antigen und Chlamydia trachomatis Antigen. SI heißt Stimulationsindex 6,9, 11,2. 2010 noch höhere Stimulationsindizes. Allerdings in der Serologie zu den entsprechenden Untersuchungsterminen kein Nachweis von Chlamydien-Antikörpern im IgG- oder IgA-Bereich, sowohl mit Chlamydia trachomatis-Antigen als auch mit Chlamydia pneumoniae-Antigen. Hier am Anfang 2012 auch kein Nachweis von Chlamydia psittaci spezifischen Antikörpern im Westernblot. Auch der LTT ist kein Test, der hundertprozentig richtige Antworten liefert. Es hängt sehr davon ab, welche Antigene verwendet werden und wie in welcher Form der Test durchgeführt wird. Es gibt ja zahllose verschiedene Versionen, bei weitem nicht alle die gleiche Qualität haben. Das Beispiel, das ich Ihnen gezeigt habe, ist zum Beispiel ein Fall, wo auf Chlamydien, die auch in letzter Zeit vermehrt nachgefragt werden, Chlamydia pneumoniae und Chlamydia trachomatis, auf beide stark positive Reaktionen im LTT waren und die Serologie absolut negativ. Jetzt können Sie sich fragen, ist es eine seronegative Infektion oder ist der Test falsch positiv? Ich bin der Meinung, die Tests waren in beiden Fällen falsch positiv, denn es gibt nach unserem Wissen keine seronegative Chlamydieninfektion. Das Gleiche steht natürlich im Raum für Borrelien, wo auch immer wieder positive Testergebnisse berichtet werden, die Serologie negativ ist, und da wird von der seronegativen Borreliose gesprochen,
Man muss einräumen, dass nicht jede Frage auf dem Gebiet beantwortet ist, aber mit Sicherheit muss man extrem vorsichtig sein in der Handhabung dieser Ergebnisse, weil auch bei Borrelien im LTT häufig falsch positive Ergebnisse vorkommen. Oder gar in einer anderen Version des Tests, dem sogenannten ELISpot, wie er kommerziell angeboten wird, wo nur Gamma-Interferon-Induktion gemessen wird. Dieser Test ist sehr häufig falsch positiv oder auch falsch negativ, wenn nämlich nur zum Beispiel das Zytokin Interleukin-2 angestoßen wird und nicht Gamma-Interferon oder umgekehrt. Also der ELISpot in der Form, wie er meistens verwendet wird oder nach meiner Kenntnis in der Regel verwendet wird, ist eigentlich ungeeignet für die Fragestellung Borreliose ja, nein. Der LTT ist besser geeignet, aber hat auch seine Schwächen, wie ich Ihnen am Beispiel für die Chlamydien hier auch gezeigt habe. Es gibt also nicht den hundertprozentigen Test und man muss sich wirklich genau überlegen, welche Frage man mit welcher diagnostischen Maßnahme beantworten will. Eine modernere Anwendung ist eigentlich der umfangreichere Zytokin-Assay. Wir nennen das in Anlehnung an den LTT-ITT, wo man zumindest die wichtigsten Zytokine wie Interleukin-2, Gamma-Interferon, Interleukin-10 und TNF-Alpha zum Beispiel misst und dadurch eine weitergehende Aussage bekommt bezüglich der eventuellen klinischen Bedeutung des Testverfahrens. Aber weiter will ich das jetzt nicht ausführen und verweise Sie eventuell auch auf die Literatur, die Sie auf meiner Website sehen können. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.dr-bieger.de.